Okay, ich glaube, ich gehe noch zwei, dreimal hier rein, um meine Waffen wieder aufzuladen. Das heißt, erst dich. Na toll, jetzt gibt es mir Raketen, oder wie? Dann will ich jetzt auch hier Raketen. Nein, so. Und ich muss mal eben meine Rachen reinigen. Ich mute mal eben das Mikrofon. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich gehe nochmal rein, denn ich habe jetzt zwar das auf Level 3, aber ich will das hier noch eben auf Level 3 haben. Damit kann ich das nicht kaputt machen. Na toll. Egal, dann mache ich halt so. Hey, sind sogar Schaden gut. Und dich noch. Und egal, ob ich jetzt noch Erfahrung kriege oder nicht, danach gehe ich raus. Nein. Ach doch, war die richtige Waffe gut. So, wir haben einen weiteren Herzcontainer. Way. Frosch. So. Das ist auf Max. Blablabla. Du, stirb. Gut, jetzt brauch... Wow. Jetzt brauche ich hierfür auch noch mal ein paar Kristalle. Und... Kristalle, Kristalle, ja, Level up. Und der Bubble Shield. Level... Nein, 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 nein. Aua. Und der Bubble Shield ist schon wieder weg. Toll. Hast du gut gemacht, Superfax. Kannst du... Hast du richtig toll gemacht. Ich kann mir keinen tolleren Let's Player vorspielen. Keiner vorstellen. Keiner hat mehr Skill als du. Ja, mach weiter so. So, du stirbst. Das ist ein Kristall und da darf ich nicht runterfallen. Gut. Aber wo muss ich hin? Denn da oben ist die Gumbase. Und die Gumbase wollen wir haben. So, Anlauf und spring. Nicht reinfallen. Gut. Und eine weitere Chutulu-Gestalt. Lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du den Sprungknopf gedrückt hältst, während einer der Ventilatoren dich herumpustet, dann wirst du noch höher fliegen. Okay, cool. Danke für den Tipp. Konnte ich mir zwar schon denken, aber habe ich auch schon vorher benutzt, aber egal. Speichern wir, denn wenn wir in die Stacheln fliegen, können wir wieder hier anfangen und müssen nicht nochmal hier hin. Und da oben ist eine Tür, da wollen wir hin. Also, spring! Na toll. Hast du super gemacht. Toll. Nein. Ja, ich wusste es doch. Und ich fliege wieder in die Stacheln rein. Es macht so einen Spaß. So, noch einmal. Und diesmal ganz vom Ende. Und funktioniert doch. Ja, Herzen kann ich gebrauchen. Spring. Und Raketen. Ja, Raketen kann ich auch gebrauchen. Raketen. Herzen. Wir sind wieder da gut dabei. Moment, das waren nur zwei Herzen, ne? Na toll. Hat sich irgendwie nicht gelohnt. Und jetzt darf ich da nochmal hochspringen. Ah. Ja, für diesen Sprung habe ich das erste Mal, dass ich hier war, auch ein paar Versuche gebraucht. Ah, komm. Jetzt spring. Das kann auch nicht wahr sein. Okay, nochmal. Springen. Das Problem ist, wenn ich da hochgehe, werde ich sofort nach rechts gewählt, weil die Ventilatoren halt nicht nur über der Plattform sind, sondern wirklich die gesamte Plattform abdenken. Ah, also ich muss das... Gut, ich habe es geschafft. Ich muss da gute Reflexe haben. Wir haben den Gum-Key benutzt und... Das sieht nach einem Bosskampf aus. Die haben die Schatztruhe geöffnet. Und da ist die Gum-Base, die wollten wir haben. So, ich glaube... Ja, Misery? Oh. Oh, wir treffen uns, wir treffen uns wieder. Erinnerst du dich an mich? Ja, in der Mimiga, im Mimiga-Dorf. Ich habe es vorher nicht bemerkt, aber du, bist du nicht ein Soldat von der Oberfläche? Ich, wusste nicht, dass noch welche von eurer Sorte übrig waren. Und da ist Balrog schon wieder. Wir haben ihn zwar gerade erst besiegt, aber egal. Und die Balrog-Melodie spielt. Misery! Pass auf! Das da ist ein ziemlicher Kämpfer! Stärker als ein Mimiga! Ach, was du nicht sagst! Und Mimiga zaubert, ja. Nein, Misery zaubert, denn sie ist eine Hexe, falls sie es noch nicht bemerkt hat. Soldaten sind deine Pflicht! Komm zurück, wenn das hier in Stücken ist. Und sie verwandelt Balrog in einen Frosch. Gigorak! So. Oh, okay, er ist nur von hinten verwundbar, glaube ich. Sorry Leute, diesmal bin ich wahrscheinlich etwas leiser, denn ich möchte nicht schon wieder sterben. Hey, er ist doch nicht nur von hinten verwundbar. Aber wenn das... Ah, er ist an seinem Mund verwundbar. Okay, stirb. Okay, diesmal... Okay, das war dumm. Aha, aha, aha. Kleinen Frosche nerven. Müssen sie bringen? Energie, Energie, Energie. Okay. Ich habe noch 5 Raketen, das ist natürlich nicht toll. Aber vielleicht geben mir die kleinen Frosche Energie. Friss das! So. Also, ich meinte, vielleicht geben mir die kleinen Frosche ja Raketen.
Wow. Cool, sie haben mir Raketen gegeben. Eine Rakete, toll. Dann kann ich auch so viel anfangen. Gut, komm her, komm her. Ich muss über dich rüber. Frische, 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 frische. Stirb! Okay, ich treffe ihn nicht. Ich schieße nicht hoch genug. Nein, das ist natürlich die... Hey, doch, cool, es hat doch gewirkt. Ich dachte erst, es wäre eine... Dumme Waffe! Ah! Frösche! Große Frösche! Ich dachte, das wäre eine dumme Waffe, weil das ja über den Boden springt. Aber anscheinend ist es dann doch hochgesprungen und ich konnte ihn treffen. Na toll, das hat wohl Level 2. Davon ist nur eine da und... Ah, der Level 3. Okay, das bringt nichts. Komm schon, komm schon, komm. Mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf, Balrog. Komm schon. Ich will die Raketen haben. Raketen! Nein, sie verschwinden. Ja, mach den Mund auf. Nimm das, friss das und das und das und... Es, nein, jetzt wirkt's. Na toll. Ich war viel zu weit entfernt, um ihn wirklich zu treffen. Und noch mehr Frösche. Na toll. Ist ein Froschkampf hier. Ja, komm, 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 komm. Also wie man sieht, die Bossgegner werden auch langsam anspruchsvoller. Wobei das hier noch ein einfacher Bossgegner ist. Ja, ich lass mich treffen, egal. Ich kann glücklicherweise seine Schüsse zerstören. Aber... Wie man schon merkt, das hier ist schon... Man kann ihn nicht einfach mehr beschießen, so wie den allerersten Bossgegner, der Igor. Der musste ja einfach nur ausweichen, konnte man dann Dauerfeuer auf ihn haben. Hier muss man es schon richtig timen, wann man schießt und wie man schießt. Und wow, 81 Schaden. Das ist doch gut. Und große Frösche, große Frösche. Ich will keine großen Frösche haben. Wobei, die geben mir Raketen. Und wie viel habe ich denn jetzt? 9. Okay, ich glaube, beim nächsten Mal benutze ich wieder den Raketenwerfer. Herzen. Das ist ein guter Boss. Der gibt mir Herzen. Das ist... Na gut, ich kam nicht mehr dazu, den Raketenwerfer zu benutzen. Balrog ist besiegt und er verwandelt sich zurück in den Koffer. Also eigentlich, ich habe gelesen, Balrog wurde nach einem Stück Seife designt. Das heißt, er hat sich gedacht, oh, das ist ein schönes Stück Seife. Machen wir doch daraus mal einen Spielcharakter. Und so ist dann Balrog entstanden. Und ich finde eigentlich cool, dass er den Namen Balrog hat. Denn... Balrog ist, soweit ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre und mich jetzt total blamiere, ist Balrog ein nordischer Gott, beziehungsweise ein Wikinger-Gott. Ich weiß nicht mehr, wofür er ist, aber also was er Tolles bewirkt, wenn man ihn anbetet, aber er ist halt was Tolles. Und dass er jetzt ein Koffer ist, ist natürlich leicht seltsam. Aber egal, Balrog ist cool und... Er ist ja auch nicht böse, er befolgt nur Befehle. Das heißt, nichts Böses über Balrog sagen. Aber das sind schon wieder diese blöden Frösche. Ich mag euch nicht. Geht weg. Und Energie, Moment. Leuchtung. Das braucht noch Energie. Ja, Level 3. Und ansonsten... Ja, ich habe wieder alle Waffen auf Max. Juhu. Vielleicht hätte ich hätten speichern sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Egal. Hier habe ich jetzt alles abgeklappert. Ich gehe hoch in den Speicherraum und dann versuche ich nochmal die Holzkohle zu kriegen. Und... nein, 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 nein. Was? Was? Was hat mich getroffen? Ach so, das Vieh hat geschossen. Na toll, Level 2. Egal. Wir haben schon wieder Level 3. Das ist in Ordnung. Das ist okay so. Und wenn ich das jetzt einsammle, ist auch gleich wieder Max. Und ich kann mich jetzt sowieso heilen. Also alles im grünen Bereich. So, Speicherpunkt, Heilung. 26 Lebenspunkte, Leute. Ist das nicht geil? Wir haben mit 3 angefangen. 3! Stellt euch mal... Es gibt Leute, die das Spiel mit 3 Lebenspunkten durchspielen und versuchen, so wenig Items wie möglich einzusammeln. Das heißt, die sammeln dann auch nicht so Waffen wie den Raketenwerfer ein. Oder die ganzen nutzlosen Items, die ich einsammle, wie zum Beispiel den Lippenstift. Oder etwas anderes, relativ perverses, was ich später noch einsammeln werde. Was ein gutes Geheimnis ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man dieses Spiel mit 3 Lebenspunkten durchspielen kann. Ich habe es ja schon einmal durchgespielt und den Boss gemacht. Und diese Leute machen dann nicht nur den Boss, also den vom guten Ende, nein. Die machen dann das beste Ende. Die gehen zu den Sacred Grounds. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie das möglich ist. Also von den Leuten, von denen habe ich echt Respekt. Also wenn ihr sowas könnt, spitze. Richtig geil. Finde ich, ist unglaublich. Und wenn ihr sowas könnt und es mir mal zeigen wollt... Dann schickt mir das gerne mal als Videoantwort. Fände ich ziemlich klasse. Würde ich mir gerne angucken. So. Und dann halt auch gerne mit Kommentar, wenn ihr euch denn dabei gut konzentrieren könnt.